Auf eine Vision läuft der Promenade Deluxe. Und wenn du jetzt nicht einschaltest, kriegst du die Collector's Edition auf DVD. Das ist doch keine Chance. Ist ja gut. Wie versprochen, hallo, herzlich willkommen zum Promenade Deluxe aus dem Bürgerhaus Bern aus Münster. Wieder mit Publikum, diesmal Gruß an Vision, ein Publikum, das auch Deutsch kann. Da bin ich sehr beruhigt. Hallo Marco übrigens. Hallo Alex. Schön, dass du wieder da bist. Ja, gerne. Direkt mal zu einer Sache, die letzte Folge passiert ist, am Ende. Ich habe da einen Witz erzählt und ich habe mir das nochmal angeguckt, ihr habt das sicherlich auch gesehen. Dieser Witz ist etwas gut, also mein Chef hat mir den gesagt, auch nicht so richtig gut. Ich habe ihn dann wiederholt, das war noch schlechter und der Witz ist nicht so rübergekommen, wie der eigentlich sollte. Und ich freue mich sehr, jetzt wirklich von Jan höchstpersönlich diesen Witz und noch vielleicht noch viel mehr Sachen, Witze, Spaß, Spannung und Freude erwartet euch jetzt. Mach einen Punkt. Ja, Punkt, Punkt. Stehe ich hier richtig? Ja, das ist okay. Ja. Okay. Bevor ich loslege, muss ich noch eine Sache klarstellen. Alex hat sich vollkommen vertan. Ich habe das doch mal Revue passieren lassen in meiner Erinnerung. Ich habe ihm den Witz absolut korrekt erzählt und er hat ihn vollkommen falsch und ich muss sagen, mit einem absolut frauenverachtenden Twist hier wiedergegeben. In meiner Variante war nie eine Blondine im Spiel. Jetzt kommt die richtige Variante des Witzes. Ich weiß nicht, ob Alex noch mal den ursprünglichen Witz einspielt. Jetzt wäre der Zeitpunkt. Danke. So, jetzt kommt die eigentliche Version. Ein dunkelblonder Mann sitzt zu Hause und ruft seine rothaarige Freundin im Büro an und sagt, genau so war es. Marco war übrigens dabei. Was? Du warst dabei, als ich den Witz erzählt habe. Ja, egal. Er ruft bei seiner Freundin im Büro an und die Freundin sagt, ja Schatz, was ist los? Und der Mann sagt, Schatz, ich habe ein Problem, ich kriege mein Puzzle hier nicht gelöst, alle Teile sehen irgendwie gleich aus. Okay. Und dann sagt die Freundin, ja, hast du denn keine Vorlage? Und dann sagt der Mann, ja doch, auf der Schachtel ist halt ein roter Hahn. Und dann sagt die Freundin, weiß ich nicht, versuch's doch nochmal. Und der Mann sagt, nee, ich krieg's nicht hin. Dann sagt die Freundin, alles klar, heute Abend versuchen wir's zusammen. Am Abend kommt die Freundin nach Hause, denn der Mann ist natürlich arbeitslos, schaut sich an, was er da so gemacht hat, schaut sich die Schachtel an und sagt, Schatz, tut mir leid, bitte pack die Cornflakes wieder in die Packung, wir reden nie wieder drüber. Das tut so weh. Ihr wollt noch einen? Kein Problem. Ist gar kein Problem. Nein. Ich habe Moment. Ich hab theoretisch noch 4 zur Auswahl. Zwei mittlere, einen sehr kurzen und einen sehr, sehr kurzen. So viel Sendezeit haben wir gar nicht. Okay, dann machen wir den sehr, sehr kurz. Nein, wir machen kurz. Der ist wirklich sehr kurz. Ein Pferd sitzt zu Hause.
und guckt Fernsehen und Enervision. Schaltet Enervision ein, das, ja. Das Kanal 21 Fernsehkonzert. Und das Pferd sieht da eine echt geile Band. Marco spielt da und das Pferd denkt sich, Alter, so ein Gitarrenspiel möchte ich auch beherrschen. Und das Pferd denkt sich, das mache ich jetzt. Ruft bei der Musikschule an, sagt, hallo Musikschule, ich würde gerne Gitarre lernen. Die Musikschule sagt, Pferd ist gar kein Problem. Also es weiß noch nicht, dass es ein Pferd ist, Entschuldigung. Ich habe den Witz versaut. So, die Musikschule sagt, kein Problem. Der ist ja nicht so lang. Gitarre können wir dir beibringen. Das Pferd sagt, es gibt nur ein Problem, ich bin ein Pferd. Dann sagt die Musikschule, ist gar kein Problem, wir haben ein spezielles Programm, nur für Pferde, neue Technik, können wir machen. Und das Pferd geht hin, fängt an Gitarre zu lernen, geht nach Hause, spielt so immer mehr und wird immer besser. Eines Tages wird es dem Pferd ein bisschen langweilig und lädt seinen guten Freund die Kuh zu sich ein. Und die Kuh kommt vorbei und das Pferd sagt, ey, guck dir mal hier das Kanal 21 Fernsehkonzert an. Die Kuh schaut sich das an und bekommt mit, wie die da Schlagzeug spielen. Und Kühe sollen auch echt richtig grooven, habe ich gehört. Die Kuh groovt, ja. Und die Kuh denkt sich, ich will Schlagzeug spielen lernen. Und dann ruft die Kuh bei der Musikschule an und die Musikschule sagt, ja, kein Problem, Schlagzeugkurse haben wir. Und die Kuh sagt, es gibt nur ein Problem, ich bin eine Kuh. Und die Musikschule sagt, ja, ist kein Problem, wir haben spezielle neue Techniken, damit können auch Kühe Schlagzeug spielen lernen. Also lernt die Kuh Schlagzeug spielen, geht nach Hause, Pferd und Kuh jammen zusammen, sich ein Gitarren-Schlagzeugstück zurecht, das ist mega geil, alles geil. So, eines Tages merken sie, irgendwas fehlt noch. Also rufen sie ihren guten Freund an, den Hahn. Der Hahn kommt also vorbei, hört sich das Ganze an und denkt sich, es wäre doch cool, wenn ich auch da was zu beitragen könnte. Und sie sagen, ja, spiel doch Bass. Und der Hahn ruft bei der Musikschule an und sagt, ich würde gern Bass lernen. Die Musikschule sagt, kein Problem. Der Hahn sagt, es gibt ein Problem, ich bin ein Hahn. Die Musikschule sagt, nein, wir haben auch ein spezielles Programm für Hähne. Du kannst auch Bass lernen. Oh, Hahn geht nach Hause, fängt an Bass zu spielen und alle drei spielen zusammen mega gut, mega gut. Eines Tages ist gleich fertig. Wo ist die Branche? Eines Tages kommt das Schwein vorbei. Ja, der gute Freund, Schweinhassler. So, Schweinhassler kommt vorbei und denkt sich, Alter, ist das geil, da fehlt noch was, ich muss dazu singen. Und die anderen sagen, ja klar, wir müssen eine Band sein, du musst singen. Und das Schwein ruft. Und das Schwein ruft bei der Musikschule an, sagt, ich würde gerne singen lernen. Die Musikschule sagt, kein Problem, wir haben Gesangsunterricht. Und das Schwein sagt, es gibt ein Problem, ich bin ein Schwein. Und die Musikschule sagt, kein Problem, wir haben auch ein spezielles Gesangsprogramm für Schweine. Also, Schwein geht zu den anderen drei Weltmitgliedern, sie fangen alle zusammen an zu spielen, werden immer besser, immer besser. Eines Tages kommt so ein Typ vorbei, hört die so spielen, geht so rein und sagt, ey, ich habe ein eigenes Label, ihr klingt echt geil, ich würde euch gerne signen. Ja? Und dann signed er die Band und was passiert? Die Band wird mega erfolgreich. Ja? Haben so viele geile Alben, wird ein Welterfolg, schwimmen im Geld, ja? Starten ihre Welttournee, jetten durch die Welt, alles ist geil. Alles nur, weil sie Kanal 21 Fernsehkonzert geguckt haben. Das ist aber nicht die Pointe. So, eines Tages sind auf dem Weg nach Vegas, kriegt das Pferd einen Anruf. Du Pferd, deine Mutter ist im Krankenhaus, sieht nicht so gut deine aus. Deine Mutter ist im Krankenhaus. Ja, deine Mutter ist im Krankenhaus. Und das Pferd geht ins Krankenhaus, sagt den anderen, ey, fliegt schon mal ohne mich weiter, ich komme danach. Und das Pferd geht hin. Entwarnung, ist doch nicht so schlimm gewesen, Mutter geht's gut. War nur Durchfall oder so. War flotter Otto, genau, ja. war jetzt nicht so tragisch. Mokka-Blitz, genau. So, plötzlich kriegt das Pferd im Krankenhaus einen Anruf, Pferd, der Flieger mit der Band und dem Manager ist abgestürzt, gibt keine Überlebenden. War auf dem Weg nach Vegas ins Meer abgestürzt, ja. Und das Pferd denkt sich, ach du Scheiße, vollkommen am Boden zerstört, beste Freunde tot, Karriere am Ende. Will sich einfach nur totsaufen. Also entscheidet sich das Pferd dazu, in eine Bar zu gehen. Sagt der Barkeeper, wieso machst du denn so ein langes Gesicht? danke. Ja, ich bin eigentlich fertig. Mehr geht jetzt nicht. Okay. Einen ganz kurzen. Sagt die Lehrerin zu Peter, du Peter, ich kann dir im Französischen nur 5 Minus geben, sagt Peter, gracias. Yeah. Okay, das musste wohl sein. Danke, Jan. Ich habe körperliche Schmerzen. Danke, Jan, das war ein großartiger Witz. Ich bin völlig hin und weg. Da kann man schon mal die Orientierung verlieren, ne? Da kann man schon mal die Orientierung verlieren, ja. So. Jetzt, wo wir uns alle beruhigt haben, geht's weiter. Und zwar hatten wir
damals, in den entfernten Zeiten von Promenade Deluxe, hatten wir eine Show namens Hochkant. Eine Show, die mir immer noch im Herzen geblieben ist. Die Show in, wie hatten wir die genannt? Philo-Talk? Der Philo-Talk in... Im Hochformat. Das Hochkant, das Hochformat, so haben wir es genannt. Und Besonderheit der Show, 9:16, Format, ist was Neues. Wir sind Promenade, wir sind Innovation. Wir versuchen immer Neues, aber trotzdem wollen wir jetzt einen Talk für euch zu Hause schaffen, mit dem ihr vielleicht ein bisschen mehr anfangen könnt, im normalen 16:9. Aber nein, wir wären nicht Promenade, wenn wir nicht da noch einen draufgelegt hätten. Und zwar wird diese Show nicht nur in 16:9 ausgestrahlt, sondern in 16x9. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich gehe jetzt rüber. Viel Spaß mit Minimal. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Minimal. Die Show über die kleinen Dinge des Lebens, die natürlich wie immer in 16x9 ausgestrahlt wird. Aber bevor wir hier anfangen, wir haben natürlich wieder zwei wunderbare Gäste. Wir haben Briefe bekommen, Zuschauerpost, jedes Mal. Unsere Show ist ja auch sehr beliebt. Diesmal von Marianne Hensel aus Gummersbach. Marianne schreibt: Liebes Team von Minimal, ich liebe euch und eure Sendung. Aber in der letzten Ausgabe, in der ihr die kleinste Violine der Welt gezeigt habt, konnte ich gar nichts erkennen. Tja, Marianne, vielen Dank erstmal für den Brief. Klar, es ist natürlich schwierig, so ein kleines Instrument richtig in die Kamera zu bekommen. Ich saß letztes Mal auch wirklich direkt daneben, konnte es auch sehr schwer erkennen. Aber gut, wir schreiben jetzt das Jahr 2017, wir senden in Full HD. Ich glaube, Sie haben ein relativ altes Gerät zu Hause. Gehe ich jetzt mal auch von aus, weil ich zu Hause es gesehen habe. Wenn Sie das nächste Mal in Full HD diese Sendung einschalten, dann wird es vielleicht leichter gehen. Nun, aber genug geredet zu meinem ersten Gast, Peter Greibich aus Hameln. Peter, Sie sind Myrmekologe. Was genau ist das? Ja, die Myrmekologie, es ist die Forschung der Ameisen. Das heißt, ich beobachte Ameisen, studiere ihre Biologie und beobachte vor allem ihr Sozialverhalten. Und Sie haben jetzt hier auch mitgenommen, richtig? Ja, ich habe was ganz Spannendes mitgebracht. Ja. Das ist das ist richtig bahnbrechend, was ich hier habe. Ja, Sie haben eine spannende Entdeckung entdeckt und das, das wollen Sie jetzt hier einmal präsentieren. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr interessiert. Ja, ich habe nämlich herausgefunden, dass es hier in diesen Ameisenstädten regelmäßig zu Aufständen kommt. Und dabei sind es quasi so richtige kleine Revolutionen, wenn Sie so wollen. Ah, da sehe ich auch gerade eine Ameise. Ja, genau. Die also, gerade gegen eine andere kämpft, das ist richtig? Ja, genau. Das ist nicht nach dem Prinzip alle gegen alle, sondern es finden hier richtige Einzelkämpfe statt, so quasi richtig gladiatorenmäßig. Das müsst ihr mal kurz in die Kamera zeigen. Hier sehen Sie diese Ameisenfamilie und das ist wirklich der Wahnsinn, was hier passiert. Wie lange geht denn so ein Kampf? Können Sie mal sagen? Ja, also der spezielle Kampf hier, der geht jetzt schon so 5 Stunden. Generell kann man das eben halt nicht so verallgemeinern. Das kann eben halt durchaus auch mal bis zu 2 Wochen dauern, so ein Kampf. Wahnsinn. Und das ist wirklich ein generell dieses Spektakel hier, ja, was man hier sehen kann. Ich finde es auch erstaunlich, dass man jetzt hier so sehen kann, dass sie sich hier so kreisförmig um die anderen Ameisen versammelt haben. Das sehe ich. Ich weiß nicht, ob Sie das im Fernsehen auch sehen können. Wunderschön. Also sowas habe ich auch tatsächlich auch nie gesehen. Ja, und das wirklich Spannende, was ich noch entdeckt habe, ist, dass manchmal sich die Ameisen sogar tatsächlich richtige Waffen suchen. Nein. Ja, doch. Also dann können Sie sich das wirklich vorstellen, dass sie quasi mit so kleinen Mini-Degen und Schwertern gegeneinander kämpfen und ja, dann eben halt so lange, bis nur noch einer überlebt. Da bin ich wirklich froh, dass es hier in dieser Sendung, dass Sie hier hergekommen sind, weil genau darum geht es ja auch, um kleine Dinge und das ist wahnsinnig schön. Aber vielleicht gucken wir danach nochmal in den Kampf herein. Und mein zweiter Gast heute, Ferdinand Grote aus Bielefeld. Ferdinand, ja. Hallo. Weshalb sind Sie denn hier? Ja, ich bin hier, weil ich Sammler seltener Briefmarken bin. Seltene Briefmarken? Ja. Ah, das ist natürlich auch eine sehr kleine Sache, das freut mich. Was ist denn an Ihrer Sammlung so besonders? Also man könnte sagen, dass ich eine der exklusivsten Sammlungen der Welt besitze. Meine exklusivsten 3 Briefmarken, die habe ich heute sogar einmal mitgebracht, damit ich sie hier einmal zeigen kann. Mhm. Ich denke, dass kaum ein Mensch seit Jahrzehnten diese Exemplare zu Gesicht bekommen hat.
Darf ich die auch mal sehen? Ja, sicher, natürlich. Also, als erstes hätten wir, soll ich dann in meine Kamera halten? Gehen Sie bitte einmal auch hier in die Kamera, dann werden wir das sehen. Also, hier haben wir einmal die grüne Jamaika. Oh. Ja, das ist eine Marke, die im Ursprungswert nur 40 Cent war, aber inzwischen auf 60.000 Euro beziffert wird. Da gefallen mir auch hier die Details, die Umrandung. Ja, ganz genau. Also, das ist auch das Besondere. 60.000. Ja, das ist das Besondere bei der grünen Jamaika, also nicht nur diese Details, sondern natürlich auch ihre geringe Anzahl, in der sie jetzt nur noch vorhanden ist, und natürlich auch ihr sehr charakteristischer Geruch. Ja, wollen Sie einmal riechen? Ja. Tatsächlich. Ja? Schade, dass wir hier kein Geruchsfernsehen haben, denn dann könntet ihr das natürlich auch sehen. Oh, den muss ich auch mal bringen. So, was haben Sie denn noch? Ja, dann habe ich natürlich noch meine zweitliebste Marke dabei. Mhm. Das ist die, Moment, ich halte es wieder in meine Kamera. Ja, bitte das, einmal. Genau, das ist die 20-zahnige Ohio. Oh. Ja, 20-zahnig ist sie natürlich, weil man hat ja immer so seine kleinen Zähnchen an der Briefmarke, wenn man sie aus dem Heftchen herausreißt. Und hier sind tatsächlich nur 20 Zähne dran. Das macht sie zu einer besonderen Marke. Wahnsinn. Ja, und dann habe ich noch, Moment, lege ich hier wieder ab. Und dann habe ich hier natürlich noch mein ganz besonderes Schätzchen. Das ist die tonganische 11¾. Tonganische 11¾? Ja, genau. Warum, wie kommt dieser Name her? Ja, das ist eine seltene Marke aus dem Südsee-Pazifikstaat Tonga, wo im Prinzip gar keine Briefe verschickt werden müssten, weil die Insel so klein ist, dass man eigentlich alles zu Fuß erreichen kann. Aber sie haben doch auch eine Briefpost. Der Brief hätte 47 Cent gekostet. Oh, okay. Und damit man 4 Briefmarken für einen Brief braucht, hat diese Marke den Wert 11¾. Das ist natürlich völlig sinnvoll. Ja. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, ja. Schön. Wie viele wurden dann davon gedruckt? Dann nur 3. Und ich bin der stolze Besitzer einer dieser 3 Marken. Ja. Wahnsinn, okay. Schön. Dann bin ich natürlich sehr geehrt, dass Sie auch hierher gekommen sind und diese schönen Briefmarken. Ich weiß nicht, wie ihr sie. Ja, Sie können sich auch sehr gerne geehrt fühlen. Also nach dieser Sendung kommt diese Marke selbstverständlich wieder gleich in den Safe. Wahnsinn. Gut. Alles klar. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Vorher aber noch ein kleines Gewinnspiel. Wie immer, im Jackpot sind inzwischen 20.000 Euro drin. Und gut, hier blenden wir eine Nummer ein. Der oder diejenige, die anruft, muss nur eine Frage beantworten. Was ist 1x1? Hier bei Minimal sollte das zu schaffen sein. Vielleicht sind Sie ja der glückliche Gewinner. Moment mal. Meine tonganische 11¾, die habe ich hier jetzt hingelegt. Wo ist die jetzt geblieben? Wo ist die hin? Ja, die lag hier jetzt auf dem Tisch und dann... Ich glaube, eine unserer Ameisen hat sich eine Waffe gesucht. Meine tonganische 11¾! Ah, natürlich. Ah, wunderschön. Geben Sie sie mir sofort wieder. Tut mir leid, aber das kann ich leider nicht tun. Sonst würde ich hier das Sozialverhalten stören und danach würden die nie wieder zusammenfinden. Zur Hölle mit Ihrem Sozialverhalten. Ich will meine Marke wieder haben. Okay, das war's schon wieder von Minimal. Bis zum nächsten Minimal. Keine Werbung machen. Die dritte Staffel kommt bald. So. Wir haben wieder neue Praktis. Ich kann dich nicht sehen, es ist zu hell hier. Aber wir machen wieder eine neue Feuertaufe. Was gibt's da noch zu sagen? Markus, du was zu sagen? Mach du mal die Mod. Kann ich nicht. Okay, also, Feuertaufe, los Feuertaufe. Geht's. Puh, so. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Feuertaufe. Diesmal mit unserem neuen Prakti Patrick. Prakti Patrick. Gasseinlaufmusik. 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 Machen wir die Gasseinlaufmusik. Gasseinlaufmusik. Die muss jetzt noch kommen. Hi Patrick. Hi. Hi. Moin. Hi. Morgen in der Late Night. Moment. Der Drummer, ne? Ey, ohne Scheiß. Das ist so eine Pfeife. Ja. Genau. Heute, ihr seht hier schon diese 3 Karten, spielen wir das Spiel B. Promophobie. Oder Promophobia
Ist das die Angst vor dieser Sendung hier? Ja, die habe ich häufig so. Und ja, ich habe die auch. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen, dann hatte ich wahrscheinlich. Erzähl, was machen wir? Im Prinzip ein relativ einfaches Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Es geht um Phobien, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Du hast irgendwie kein Mikrofon. Nee. Ja, das ist doof. Dann nimm mal kurz meins. Hol mal eins. Okay, super. Bürgerfernsehen, meine Damen und Herren. Ja. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier erstmal, dass die Show so verwirrt ist. Ja. Ja. Genau, und zwar geht es um Phobien und ihr habt drei Antwortmöglichkeiten. Die Frage ist halt immer, um welche Phobie handelt es sich? Okay. Und ihr müsst halt A, B oder C auswählen. Ja. Es gibt fünf Fragen. Ja. Fünf Hauptfragen. Sollte es sich da noch nicht entschieden haben, dann gibt es noch drei Fragen zum Stechen. Okay, alles klar. Gut. Geht es auf Geschwindigkeit oder darf sich jeder entscheiden? Gute Frage. ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir machen so 5 Sekunden ja, ja. Zeit. Also, das geht's. Das kriegen wir schnell. Okay. Also, okay, man muss eigentlich nur Latein können für so Phobie-Geschichten, weil die Phobien alle, also bla bla Phobia oder bla bla Phobie. Ist egal. Ich habe Latein gemacht. Ich hoffe, ich spreche die Phobien richtig aus. Ja, ja, ja. Also, bei der ersten Frage oder ersten Phobie, um welche Angst handelt es sich? Und zwar die Malaxiophobie. A. Angst vor Malariaerkrankung. Angst vor Liebesspielen. Angst hoch zu sehen. Angst hoch zu sehen, sorry. Ja, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ich nehme C. Ja, auf jeden Fall C. Das liegt daran, also Malaria ist ein scheiß Joke von der Redaktion. Das andere ist. Falsch. Beide. Natürlich. Dann ist es B. Dann ist es B. Ja. A, das ist gar kein Fall. Egal. Weiter geht's. Die Podophobie. Angst vor Straßen. Angst vor dem männlichen Geschlechtsorgan. Angst vor Tastaturen. Homo? Hodophobie. Ach, Hodo. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ich nehme A. Moment, was? Was war das Erste? Angst vor Straßen, Angst vor dem männlichen Geschlechtsorgan, Angst vor den Tastaturen. Ja, den nehme ich A. Beide richtig. Ja, sag ich doch. Es ist wirklich Angst vor Straßen. Ja, ja. Ja, ja. Easy. Weil ist so. Ich weiß es nicht. Ich vertraue da diesmal der Redaktion. Würde ich grundsätzlich einfach nicht tun. Aber machen wir mal weiter. Machen wir weiter. Okay, die dritte Frage. Die Dextrophobie. Angst vor Dingen, die sich an der rechten Körperhälfte befinden. Angst vor Fruchtzucker. Angst vor einer erfolgreichen Karriere. Also Angst vor Dingen, die sich an der rechten Körperhälfte befinden. Angst vor Fruchtzucker. Dextro? Wie Dextrose? Ja, Angst vor einer erfolgreichen Karriere. Dann ist es auf keinen Fall B. Ich nehme B. Vielleicht haben die einmal es richtig gemacht. Beide falsch. Es wäre A gewesen. Angst vor Dingen, die sich an der rechten Körperhälfte befinden. Wenn ich richtig bin, führt gerade. Nee, wir haben beide Ausgleich. Beide haben. Ach, stimmt, 1-1. Ja, alles klar, okay. Dann kommt jetzt die vierte Phobie. Die Sesquipedalophobie. Angst vor Fahrrädern. A. B. Angst aus dem Fenster zu fallen. Angst vor langen Wörtern. Ey, das ist Quatsch. Ich nehme auch B. Ja, ja. Ihr kennt euch damit nicht aus. Angst vor langen Wörtern. Also bei dem langen Wort. Hä, nee, Angst vor langen Wörtern ist irgendwas mit H am Anfang. Hippo. Ja, da werde ich nochmal nachrecherchieren. Ja, das weiß ich. Das weiß ich ganz genau. Das ist die Angst vor langen Wörtern ist Hippo, Fallabi, irgendwas. Hippo ist doch. Was haben denn Pferde? Nee, das hat nichts damit zu tun. Okay, dann kommt jetzt die erstmal letzte Frage und eigentlich auch erstmal die entscheidende Frage. Sofern die einer von euch richtig oder falsch beantwortet. Ja. Und zwar die Amakaphobie. Angst vor Bleistiften, Angst vor Eisenbahn, Angst vor Türen. Angst vor Türen? Ja. Da kannst du nochmal alle drei Antwortmöglichkeiten. Angst vor Bleistiften, Angst vor Eisenbahn, Angst vor Türen. Türen. Und wie heißt die? Amakaphobie. Ach, keine Ahnung, ich nehme jetzt aus Prinzip. Ah, du hast A genommen, ich wollte auch annehmen. Ich nehme mal aus Prinzip einfach was an. Nee, aber das ist ja. Du musst Prinzip halt nicht bitte jetzt. Ich nehme B, weil damit zumindest was anderes damit ist. Damit hast du gewonnen. Oh! Ja, gut. Sehr gut gemacht. Patrick, damit gewinnst du einen Werbevertrag bei Promenade Deluxe. Mein Traum meines Lebens, ne? Ja, ja. Nächste Folge bist du bei einer großartigen Werbung dabei. Ach, ich freue mich. Ich freue mich auch. Dankeschön. Alles klar. Perfekt. Das war's, ne? Dann das war die Feuertaufe. Tschüss. Eins, zwei, drei.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mama. Happy Birthday to you. Wow, das war super. Papa, wann kommt Mama wieder? Noch viermal Promenade Deluxe gucken. Ja, also Alex, ich hab auf jeden Fall jetzt Angst vor Witzen. Ach, sind wir schon wieder drauf? Ich muss mich nur notieren, dass ich für nächste Folge... Wir müssen Phobien recherchieren. Patrick hat Unrecht. So. Naja, man kann sagen, er hat's verdient. Ich sag, die Redaktion hat gar keine Ahnung. Oh. Das habe ich hier rumgekleckert mit Tinte. Das ist natürlich nicht gut. So. Wir sind bei unseren Gästen angekommen. Heute gibt es wieder etwas aus unserer beliebten Konsumgesellschaft. Da freue ich mich Konsumgesellschaft. Sehr. Denn ich kaufe manchmal auch Dinge ein. Unter anderem auch Eistee. Und darum geht es ja auch. Denn es gibt Leute, die dachten auch sich, herstellen, okay, ne? Es gibt zu viel Colas, die irgendwie Leute aus privaten Firmen gemacht haben. Es ist mal Zeit für was anderes. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber das werden wir gleich erfahren. Die erste, ich sag mal einmal, die erste Münsteraner Eistee-Marke hält wach. Und ja, dazu begrüße ich jetzt Andi und Nahel von Heldwach. Bitte. Hi. Hi. Wir müssen den Track echt kürzen. Ey. Ah, direkt mal mit ein paar Schlückchen Eistee. Schön in die Kamera halten. Ich habe euch auch was mitgebracht, was aber wahrscheinlich gar nicht notwendig ist. Aber ich mach's mal aus Prinzip. Ah, bitteschön. Einfach aus Prinzip. So, wir müssen auf meinen Love gucken. Ja, es läuft noch. Perfekt. Alles klar. Nicht, dass ihr gleich alle Pipi müsst. Wahrscheinlich, schön. Okay, mal gucken. Kannst du auch gerne öffnen. Minze Acerola. Minze Acerola, okay. Eine Sorte. Minze Acerola. Oh, Wahnsinn. Okay, Eistee. Hält wach. Wie ist es dazu gekommen überhaupt? Warum macht ihr jetzt Eistee? Wie seid ihr darauf gekommen? Mit Mikro oder ohne Mikro? Mit Mikro. Ich nehme nur ein Stück Wasser. Jo. Also die Idee war tatsächlich mal eine natürlichere und bessere Alternative zu Energy Drinks zu liefern, weil die sind ja immer voller Chemie mit sehr viel Zucker. Mhm. Und wir dachten, wir bringen mal was auf den Markt, was belebt, natürlich ist und weniger Zucker beinhaltet. Ja. Und so ist dann erst iHero entstanden, dann kam eine Klage und dann ist Heldwach entstanden. Ach, warum kam eine Klage? Also iHero hieß das ursprünglich? Vorher, genau. Okay, warum die Klage? Was ist denn an iHero denn falsch? Ist das wegen dem i? In Bezug auf Apple oder? Nee. So ist das. Ist eine gute Frage, das hat uns auch jeder übrigens. Apple hätte uns verklagt, ist aber nicht so. Okay. Letztendlich war es eine andere große Firma aus der Schweiz. Mhm. Schöne Grüße auch nochmal dahin. Die haben uns ein sehr nettes Schreiben per Anwalt geschickt und dann gesagt, so, wir benutzen den Namen schon oder so ähnlich. Wofür denn? Aber nicht für... Lebensmittel. Für Lebensmittel. Also Lebensmittel. Also tatsächlich auch für Getränke. Nicht für Eistees, aber für Getränke. Und das war das Problem. Ja, blöd. Dann haben wir uns so geeinigt, dass wir einen besseren Namen vielleicht sogar gefunden haben. Ja, also Heldwach ist auf jeden Fall ein sehr origineller Name, finde ich. Genau, also es gibt jetzt ja, wie ich gerade schon angesprochen habe, ganz viel Colas. Hier Lieber Cola ist jetzt irgendwie groß geworden und ihr wollt jetzt halt quasi Energy Drink. Es ist trotzdem aber noch Eistee, oder? Es ist noch Eistee, genau. Okay, also die Frage ist ja immer, wo hört Eistee auf und wo fängt Eistee an? Wie weit kann das gehen? 3 Meter Eistee. Sehr philosophische Fragen hier, also ja. Ich lese zum Beispiel die wichtigen Fragen hier Kohlensäure heute. Und Malzextrakt, ne? Eistee, weiß nicht, Malzextrakt bei Eistee? So ein Viertel des Tisches. Das ist eben auf Basis von grünem Tee. Da kommt dann auch der Koffein her. Okay, verstehe. Also aber Koffein und nicht Teein, oder? Das ist tatsächlich dasselbe. Okay, ich dachte mal, da gäbe es einen Unterschied. Ja. Oh, echt? Das ist genau dasselbe? Nur, dass das Koffein von Tee in Teein genannt wird? Also die chemische Zusammensetzung ist tatsächlich dieselbe. Also es gibt Leute, die das unterscheiden, aber die chemische Zusammensetzung ist da tatsächlich dieselbe, ja. Mhm. Wie wär's, wenn du mal eine Flasche aufmachst und mal sehr probierst? Gerne.
Auf jeden Fall habt ihr einen. Ich bin nicht Raucher, möchte ich nochmal erwähnen, aber trotzdem hier ein Feuerzeug. Oh Gott, das kann ich nicht. Das? Marco kann das. Marco kann darf das machen. Ach komm, probier's mal aus. Ich weiß nicht, wie das gehen sollte. So, ne? Ja. Irgendwie? Ja. Das dauert zu lange. Okay, ja, ich hab das jetzt. Komm, wenn wir Witze für, mal eine wenn neue wir Zeit Technik für Witze haben, dann haben wir auch Zeit dafür. Verletz dich nicht. Muss mit Schwung passieren. Ja, ja, ich hab was gehört. Halt ich hab was gehört. Das ist Leer, ne? Da kann man noch nicht viel erwarten. Okay. Ah, okay, es funktioniert nicht. Bitteschön. Ansonsten machen wir das einfach mal so. Ja. Ich fühle mich ein bisschen beleidigt jetzt. Alles klar. Kommst du als Andenken, kannst du behalten. Oh, nein, danke schön. Wahnsinn. Von einer bestimmten Zigarettenmarke. Ja. Genau. Moment, ich habe ja noch was. Ich möchte erstmal noch sagen, ich habe ein Teeservice hier, weil das ist ja auch Tee. Möcht ihr auch? Ja, gerne. Gut. Nur mit Stil natürlich. Den kleinen Finger bitte spreizen. Bitte schön. Oh, man müsste es, glaube ich, einmal ausspülen. Ich muss es einmal kurz ausspülen. Dann kann man auch mal dem Gast eben das Wasser wegnehmen. Es ist hier Bürgerfernsehen, muss ich nochmal sagen. Das ist etwas, ich meine, du brauchst das Wasser eh nicht, ne? Du hast ja Eistee. Ja. So, bitteschön. Im Bürgerfernsehen ist alles ein bisschen anders. Da ist alles etwas improvisierter, alles etwas den Witz habe ich auch und alles etwas nasser. Ja, ist doch eine schöne Idee. Dann wollte ich dir mal zuerst eingießen. Oh ja. Vielen Dank. Danke sehr. Tee hat in meiner Erinnerung nicht oft auch keine Kohlensäure. Das ist jetzt was Spezielles, ne? Das ist was, was du noch nie so probiert hast. Das ist halt mit sehr wenig Zucker. Ist, bitteschön. Vom Geschmack wirst du nichts Vergleichbares finden. Sehr minzig. Okay. Also. Mal anstoßen. Cheers. Cheers. So. Auf euren Erfolg. Oh, macht direkt wach, oder? Interessant. Ich bin. Ja. Ich bin echt müde. Wollt's auch probieren? Gerne. Man schmeckt den Malz auf jeden Fall raus. So ein leichtes, bieriges Etwas. Auf jeden Fall. Sehr schön. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Ja, wir sind jetzt seit ungefähr 7-8 Monaten auf dem Markt hier in Münster. Mhm. Und wo kriegt man das denn? Also ich habe das jetzt letztens, als ich mit euch ja geschrieben habe, habe ich mir Ausschau gehalten in Läden. Jetzt im Edeka oder so. Ist ja in einer Kette. Ja. Da ist es ja eigentlich noch nicht so richtig da. Also es ist eher wahrscheinlich so in so Lokalen, so Münsteraner Lokalen, oder? Es ist tatsächlich wir sind sowohl in Gastronomie als auch im Handel, aber eben nur sehr ausgewählten Märkten bisher. Wählt ihr die aus oder wie funktioniert das? Wir wählen uns die aus und dann wählen die sich aus, ob die uns da drin haben wollen. Also es ist natürlich so von beiden Seiten aus. Im Moment findest du auf unserer Webseite heldwach.de und heldwach.com, da kannst du nachschauen, in welchen Märkten es uns bereits gibt, beziehungsweise Cafés. Ja. Und nächste Woche kommen unsere neuen Sorten. Da wollen wir nochmal Gas geben, dass es uns bald eben in viel mehr Supermärkten gibt, ja. Aber ihr meldet euch wahrscheinlich überall einmal an, ne? Einmal wirklich überall. Alles abklappern, was geht und Fragen vorstellen, genau. Und dann kommt es halt auf den Markt selbst an, ob die Bock drauf haben oder nicht. Und wie läuft es jetzt so objektiv gesehen? Objektiv? Euch? Genau, objektiv gesehen. Wie läuft es? So, ist euch das so, wie ihr euch vorgestellt habt? Also es sind mehr Schwierigkeiten dazugekommen, als man sich am Anfang natürlich vorstellt. Man geht mit Erwartungen und sagt sich, warum sollten die das nicht aufnehmen? Wenigstens probieren. Mhm. Aber da gibt es halt auch sehr, sehr viele, die sagen so, nee, wir wollen erstmal nicht und sich erstmal das anschauen in anderen Märkten, wie es denn läuft. Aber wir haben bisher auch sehr, sehr gute Resonanzen bekommen und gesagt, so in vielen Läden läuft schon sehr gut. Und cool. Deswegen jetzt auch nochmal zwei neue Sorten. Ja, also das ist jetzt eine Sorte. Genau, das ist jetzt nur eine Sorte. Immer noch einen Schluck. Und steht auch noch. Ja, immer. Sehr gerne. Sehr schön. Genau, da ist auch schönen Tassen ist es immer. Die Frage, ich meine, Eistee ist ja so eine Sache. Ich habe jetzt selbst gar keine Ahnung, wie ich jetzt Eistee so richtig herstellen würde. Ne? Und ihr werdet euch wahrscheinlich auch erstmal informiert haben, wie genau setzt sich Eistee zusammen oder wie genau setzt sich ein Getränk zusammen, dass es auch wirklich gut schmeckt. Was für Techniken habt ihr denn da? Also wie seid ihr an die Sache rangegangen? Jetzt geht es um die Betriebsgeheimnisse. Eure eigene. Ja, wenn das zu weit geht. Ist es verraten? Müsst ihr nicht. Das ist natürlich ein Geheimnis. Aber klar, es ist ein Geheimnis, ja.
wie wir damals angefangen haben, also die Idee war da. Mhm. Wir haben beide auch was anderes studiert, International Business bzw. Marketing. Ja. Und dann haben wir gedacht, dann gehen wir einfach mal auf ein paar Leute zu, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben als wir. Und dann Lipton. Haben wir, wie bitte? Oder wer ist das denn so? Also genau, das ist die FH Münster mit den Ökotrophologen. Ach, okay. Dann haben wir uns mit denen zusammengetan und dann die geheime Rezeptur entwickelt, die du jetzt hier vor dir siehst. Ja, klar, sicher. Also hier steht ja schon drin, was drin ist, aber sehr wahrscheinlich... Du darfst jetzt aber nicht vorlesen, weil sonst hast du das Geheimnis gelüftet. Aber das kann doch jeder lesen. Da steht's drauf. Das kann doch jeder lesen, theoretisch, ne? Aber das frage ich mich immer, was genau ist denn der Clou dahinter? So. Wohinter? Hinter den Zutaten, ne? Punkt. Man kann ja theoretisch auch zu Hause sich hinsetzen und das da hinpacken. Gut, ich glaube, das geht jetzt zu weit. Könntest du machen, aber kannst du auch theoretisch Coca-Cola danach machen. Es kommt ja auf die Proportion an, wie viel wo drin ist, in welchen Relationen dann. Ja. Und darum geht es dann letztendlich. Ansonsten kannst du halt echt nach Hause gehen, dir die Zutaten kaufen, zusammenmixen und gucken, was dir am besten schmeckt. Sehr wahrscheinlich wird das nicht so gut. Auf keinen Fall. Ich meine, Grüntee ist nicht gleich Grüntee. Da gibt es ja auch zig Sorten. Ja, ich kenne jetzt auch ein paar dieses Grüntee. Was kenne ich? Jasmin kenne ich. Ist da ein bestimmter Grüntee drin? Steht das da drin? Nee. Da ist ein bestimmter Grüntee drin, ja. Oh, okay. Ich weiß noch, wo es lang geht. Okay. Ja. Verstehe. Okay. Das ist jetzt, was ist das? Minze Acerola. Was habt ihr noch für Sorten? Demnächst Cranberry Apfel und Zitrone Minze. Ah, okay. Genau, die sind dann auch nochmal etwas fruchtiger. Mhm. Und die sind dann auch noch ohne Zuckerzusätze, nur mit Säften gesüßt. Also wir wollen eben wirklich in diese natürliche Schiene. Ach so, okay. Wie kommen denn diese Geschmacksrichtungen her? Da haben wir uns tatsächlich einfach mal in die Küche gesetzt von der FH, das Foodlab, das ist eine ganz coole Institution auch und ganz viele verschiedene Sachen gemischt. Also wir hatten da zig verschiedene Säfte und sonstige Rohstoffe, haben da ganz viele Sachen gemischt, ganz viele Sachen ausprobiert, geguckt, was schmeckt überhaupt nicht und dann nochmal ganz viele Verkostungen gemacht, wo wir Leute eingeladen haben. Mhm. Dann kamen die Leute hin, haben einen Fragebogen bekommen, konnten alles probieren, konnten alles bewerten. Casting. Genau, Eistee-Casting, genau. Ja. Deutschland sucht den Super-Eistee. Ja, gut. Und so haben wir dann die zwei Sorten gefunden, die am besten ankamen. Ja. Gibt es dann auch bald zu probieren für euch. Cool. Sehr, sehr cool. Lebt ihr schon davon quasi, das zu vermarkten? Oder ist das so ein Lebenverdienst? Wir leben davon, dass wir uns davon ernähren, aber finanziell leben wir nicht davon, nein. Ach so, okay. Also da können wir bei weitem nicht von leben. Ah, also ist das dann wahrscheinlich nur so ein Nebenverdienst, den ihr da macht? Oder macht ihr schon Profit? Also bei Verdienen sind wir auch noch nicht angekommen. Ja, klar. Aber es ist, ist von der Zeit ist es tatsächlich unsere Vollzeitbeschäftigung. Ah, okay. Wir investieren die meiste Zeit da rein. Und, das sind nur ihr beide dann, ne? Genau, nur wir beide. Und haben dann noch Nebenjobs, um uns so über Wasser zu halten. Ja, klar. Und die Hoffnung ist natürlich irgendwann mal, dass wir dann doch ein bisschen mehr Geld damit machen können. Ja. Im Moment ist es aber noch nicht so weit, nein. Und wenn man davon leben kann, muss man schon richtig, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute davon, weiß nicht, von Lieber Cola oder von Fritz Cola oder sowas, wie die jetzt... Also die schon deutschlandweit das vermarkten. Ist das bei euch auch so? Deutschlandweit oder ist es bis jetzt nur in Münster? Wir sind bisher nur in Münster unterwegs und machen das auch vorrangig. Es ist halt unser Testmarkt, um zu gucken, ob es hier gut ankommt. Mhm. Haben halt das perfekte Publikum, junge Studenten, Absolventen. Klar, sicher. Wir sind hier alle irgendwie so alternativ offen für neue Sachen und so. Ne? Viele Studenten, genau. Viele Leute. Und danach hoffentlich geht es dann auch weiter. Überregional, deutschlandweit, weltweit. Ja. Wer weiß, wo es hingeht. Wer weiß, richtig. Ja gut, alles aber klar. Aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, um davon wirklich leben zu können, muss man aus Münster rauskommen. Also wenn man nur Münster ist, kann man definitiv nicht davon leben. Sicher. Ich habe jetzt keinen Richtwert, aber ich weiß nicht, wenn jetzt deutschlandweit, wenn man deutschlandweit vermarktet, habt ihr irgendwie, Erfahrungen von anderen Leuten, wenn man jetzt quasi das deutschlandweit vermarktet und es gut verkauft, ist es dann schon so weit, dass man davon leben kann? Weil ich habe jetzt echt gar keine Ahnung. So was. Wenn man es deutschlandweit schafft oder allein NRW-weit, dann kann man definitiv davon leben. Ah, cool. Ja, da seid ihr eigentlich schon... fast dabei, ne? Also nach der Sendung auf jeden Fall. Ja, nach der Sendung auf jeden Fall, ne? Alex hat 30.000 Kisten. Ich kaufe mir jetzt ein paar 30. Wenn ich jetzt 30.000 Kisten kaufen würde. Ist das eine Bestellung? Also wir machen jetzt. Wir nehmen das alles auf. Wir nehmen das aufgenommen jetzt. Das ist jetzt Alex' persönliche Feuertaufe sozusagen. 30.000. Kann ich mir 30.000 Kisten leisten? Hm. Oder wir schicken die zu einer Vision. Was? Weiß ich nicht. Wir kaufen Kisten und schicken die zu einer Vision. Nein. Hey, wieso? Wollt ihr? Vielleicht können wir ja machen. Das wäre dann Dortmund. Hättet ihr schon mal einen Schritt raus aus Münster. Können wir ja machen. Gut. Alles klar. Schön. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es geht gut weiter bei euch. Und Vielen Dank. Das ist dann irgendwann... Kaboom.
sich ausbreitet. Wie blöd. Ja, alles klar. Danke für die Einladung. Wir hoffen, es hat geschmeckt. Danke. Ja, hat sehr gut geschmeckt, wirklich. Dankeschön. Gut, dass ihr da seid. Bleibt gut sitzen. Gute Regensendung im Aus. Gut. Alles klar. Sehr schön. Ja, ich freue mich immer, wenn es was zu trinken oder was zu essen gibt. Ne? Du auch. Vielleicht können wir ja nachher. Ja. Ich meine, wir haben noch ein bisschen. Ja, okay. Gut, alles klar. Ja, das war's heute schon mit Promenade. Wir sehen uns bald wieder. Ich glaube, erst im Juni, vielleicht auch früher. Ne? Zur 10. Sendung, zur großen 10, dann haben wir die 10 voll. Kleines Jubiläum sozusagen. Kleines Jubiläum sozusagen, ja. Gut, bis dahin. Was sag ich sonst immer? Schönen Tag. Tschüss. Ich meine, bei NDVSO läuft das ja irgendwie um 1 Uhr irgendwas, um 4 Uhr irgendwas, um 16 Uhr 15 dann. Schöne wieder, Nacht, dann guten Tag, wieder um 20 Morgen, Uhr 11. Alles. Danach kommt das Ende, dann kommt irgendwas von Roker Wirz. Dann weiß ich, ja, ihr wisst, wie es läuft. Tschüss.